Jetzt. Ja, okay, das, ja, oh, jetzt ist noch drauf, das lasse ich auch, denke ich, drin, ist ganz lustig. Ja, willkommen bei Forest Games. Ich bin gerade reconnect und deshalb ist schon wieder Tag, weil er noch im Bett lag und so. Genau, ich musste alleine im Bett warten auf den Tag. Auf deinen Schatz. Genau. Ach, nein, auf den Tag, ja. Ich warte auf den Tag, nicht auf was anderes. Ich denke gerade an eine Geschichte, wer im Bett wartet. Egal. Nein, ja, das die Geschichte. Das ist eine lustige Geschichte. Das ist zu intim. Intim nicht, aber. Ja, das ist einfach nur eine okay, lustige stopp. Nee, wir spielen Forest Games, so ist es okay. Ja. Jo, bei mir leckt's ein bisschen. Oder? Hä? Oh. Ich lecke, oder? Ja, du leckst gerade sehr. Ich lecke, ich wollte dich immer mal lecken. Was? Ich verstehe nur. Will. Leck, leck, leck. Ja, keine Ahnung, was los ist. So, jetzt läuft wieder pissiger. Wahrscheinlich guckt sich irgendjemand Filme an. Meine Pick. Ich hasse sowas. Ja. Yeah. Einfach das Internet ausreizen und keine Rücksicht auf andere Leute zu nehmen. Ja. Ich würde selber sowas niemals machen. Nein. Aber selber gerade nervt es. Leute, der Schnee, der fliegt in der Luft, weil die Blöcke nicht richtig abgebaut werden. Unmöglich. So, okay, ich baue die Treppe mal weiter. Ja. Du baust mit einer Eisenhacke ab. Oh, ja, das ist richtig. Sag es mir doch früher. Fuck, das waren Blöcke. So. Also die Treppe ist jetzt schon ziemlich weit. Boah, scheiße, runtergefallen. Weißt du, was ich mache? Ja. Ich nutze die Treppe, um nach unten zu gehen, um unten zu farmen. Du kannst hier immer zwei Blöcke breit nach unten bauen, erstmal. Oder nee, auch nicht. Ich geh einfach, ich hüpfe einfach nach unten. Kannst ja unten weiter. Oder baust du unten schon mal einen Höhleneingang auf Höhe 0. Jo, mal gucken. Hier wäre der perfekte Ort für unseren Bunker. Bunker. So, unten drin. Ist ja so ein bisschen dann hier ein Überhang und dann in diesen Überhang rein einen Bunker bauen. Also den bauen wir mit Obsidian, oder? Steine dürfen die Gegner auch nicht abbauen, ne? Wie Steine? Wie ist das Obsidian? Ein Bunker darf... Also, der Gegner darf ja nichts in unserem Lager abbauen, was aus Steinen ist. Und wenn wir den Bunker aus Steinen machen... Super, wir bauen ja auch schon ein Ding aus Steine hier, die Feste. Ja, da kommt die ja durch. Die kommen ja oben drüber. Die bauen sich hoch. Das ist ja kein Bunker dann. Außer wir würden oben drüber ein Dach machen, dann wäre es ein Bunker. Aber da wir es nicht mit Dach oben drüber machen... Dürfen die es dann auch abreißen? Wie abreißen? Den Kabel. Nee. Von der Festung. Das ist ja langweilig. Achso, okay, gut. Nee, das ist doch lustig, weil dann kommt da keiner durch. Das ja, war mal. Das ist ja der Sinn, weil du baust ja irgendwas und alle Leute springen in dein Lager oder laufen dann einfach rein, haben Langeweile und dann. Das stimmt. Okay, und dann haben ja eigentlich Mauern keinen Sinn. Ja, das ist eine gute Idee. Beschäftige dich mal mit den Regeln, solche. Junge! Ja, ha. Nein, ich will dich nur ärgern, will ich nicht ärgern. Ganz locker machen, ganz locker machen. Ja. Also ich baue es hier gerade runter, aber noch nicht so wirklich. Ich muss noch einiges hier hören, weil vom Berg aus sich nach unten zu graben ist eigentlich eine sehr blöde Idee. Ja, wir sind gerade auf Höhe 109, das könnte lange dauern. Krass. Oh ne, jetzt kommt ja auch noch irgendwie was runter. So, das so. Jetzt gehen wir hier. So, nochmal 40 Treppen gemacht. So. Ich habe vor, noch irgendwann die Wand. Also unsere Mauer richtig dick zu machen, dass mehrere Blöcke dick ist.
Ja, du kannst auch Steinziegeln machen. Das sieht auch geil aus dann. Oh, ja. Das dauert aber auch nochmal ewig. Wir müssen erst Cleanstone und dann Alter. Außer wir kriegen eine Effizienzhacke, das wäre praktisch. Endlich Effizienz, das liegt da. Du leckst wieder sehr intensiv. Das ist natürlich scheiße. Das hat sich gerade so scheiße angehört. Naja, also. Ist ja hoffentlich bald vorbei mit den Lecks. Hoffentlich. Wenn wir eine ordentliche Leitung mal bekommen. Wenn, ja. Und dann hast du irgendwelche Hacker, die dir DOS-Angriffe drauf schicken. Das Geile ist ja, die fangen im Dezember damit an, Leitungen zu überlegen. Klar, mitten im Winter fangen die damit an, Leitungen zu überlegen. Ey, ist das deren Ernst? Sie machen das nur im Dezember, um das wieder aufschieben zu können, dass sie gerade nichts machen können, oder was? Ja, ja, klar. Wenn dann der Boden... Nee, ich glaube, kann der Bagger das besser graben, weil der ganze Erde gefroren ist. Oder keine Ahnung, ich habe da irgendwann was gehört, aber ja. Bestimmt weiß ich nicht. Ich find's aber seltsam. Ja, es ist auch seltsam. Ja, vielleicht hat es wirklich einen Sinn und Leute lachen mich gerade aus, dass ich es überhaupt nicht drauf habe und anscheinend überhaupt keine Kenntnisse habe. Kann ja sein. Ja gut, dass es im Frühling nicht machen ist, klar, wenn es regnet, dann haben sie dann noch Matsche, ja. Ja. Und die Leitungen sollten ja, glaube ich, nicht nass werden. Hä? Ist doch voll gut so. So, und dann, weiß nicht, brauche ich glaube ich die Treppe irgendwie so. So, jetzt geht mir die Kuh im Weg. Das war nicht gut. Voll verbaut. Also ich kriege hier gerade einiges an Kohle hier unten. Aber eigentlich bin ich hier für Cobblestone. Und so vielleicht noch was die Eisen. Ich finde, wir sollten diesen Lapis Lazuli-Block, den wir da haben, mitten in unsere Festung machen. Also circa so die Mitte raussuchen und da einen aus diesem Zaun so einen ganz hohen Stab nach oben machen. Und ganz oben auf diesen Stab diesen Lapis Lazuli-Block setzen. Dann kannst du aber auch blaue Wolle nehmen, also mit Lapis färben und dann so eine Art Fahne bauen. Ja, das können wir auch. Das ist auch geil. Also ich komme jetzt erstmal nochmal hoch. Und guck mal, wie weit du bist. Nach ein paar Baufehler. Guck mal, da wo du hier gerade bist, kommt später ein Tor hin, ne? Ja, und? Das Tor... Dann zieh lieber eine Ebene hier, an diesem Block, wo ich gerade bin. Hier einfach eine große Ebene. Das weißt, Ding was ich mein? Die Treppe ist ja eh noch provisorisch, die kann man eh noch umbauen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Derjenige, der das Tor braucht, muss doch die Treppe dann so anpassen, dass das Tor dann dahin passt. Nee, das meine ich gerade, dass wir das Tor so in diese Höhe setzen, wo ich gerade bin. Hier so eine Ebene machen, die so einfach von hier aus, die nicht weiter nach links geht, sondern einfach nur in diesem Bereich. Also guck, nicht weiter in die Richtung, wo ich hier gerade runterspringe, sondern einfach nur bis zur anderen Ecke. Ach so, ja. Und auf der Ebene dann so das Tor kommt. Weißt du, was ich meine? Das Tor kommt doch hier in die Wand dran, oder? Ja, ja, aber dann auf diese Ebene, wo ich gerade bin. Guck, weißt aber du, ich mach das mal kurz improvisorisch. So, hier. Dann ist, aber das Tor ziemlich weit oben, ist mir schon mal aufgefallen. Ah, stimmt. Müsste doch noch unten. Ja, aber das Tor kann ja auch noch hier so hin, also. Ja, wir können das ja noch ausheben, das Ganze. Wir müssen das Ganze noch ausheben, da wo die Treppe ist, okay. Aber ich meine, das, was ich gerade gemacht habe mit der Ebene, das können wir auch erstmal so lassen. Dass wir hier einfach noch so einen kleinen Ebene haben. Dann kommt da drunter das Tor. Das muss weg, so. Weil sonst kannst du nicht ordentlich runtergehen. So dann? Ja, so. Dann kannst du, wenn du noch unbedingt was haben... so wollte ich das nicht bauen. Wenn du unbedingt den auch Block haben willst, um drüber zu laufen, baust du halt so eine Treppe dahin. Okay. Dann hast du immer noch den Block oben, aber unten nur einen halben Block. Okay, super. Und hier mache ich dann 3 breit. Stört, glaube ich, gerade keinen. So, dann, müssen wir hier gucken. Huch, das war, glaube ich, ich. Dass wir hier vorher dann... Oh, ich baue mal gerade. Scheiße. Dass wir hier irgendwo eine Abzweigung nochmal von der Treppe machen, bevor die ganz runter geht. Dass wir dann hier das Tor hinpacken können.
Ja, können wir auch. So, ich mach erstmal hier das Zugleister. Oder wir heben hier einfach kurz was Erde noch an, sodass dieses Loch, was wir hier gerade haben, auch ein Eingang wird. Ich würde auch von hier oben erstmal ein Dach dann bauen, von hier oben drauf. Oder willst du es komplett offen lassen? Wie ein Dach bauen? Ja, ich würde die Höhe hier, wo ich jetzt bin, würde ich zubauen und hier so eine Art Innenhof machen. Und von da aus warte, dann die ich, zu... Ich komme mal kurz hoch. Also ich würde hier, wo ich jetzt bin, würde ich ein Plateau über die ganze Festung machen. Über die komplette? Hier, ja, über die komplette. Und wird dann in der Mitte, können wir dann noch so ein Glas oder so offen lassen, dann kann man bis nach unten gucken. Und von hier aus die Zugänge dann zu den Türmen machen. Ja, stimmt, das wäre ganz geil. Weil dann, damit ist ja kein Bunker. Dadurch, dass wir in der Mitte Glas lassen oder einfach eine Lücke, ist es kein Bunker. Ja, wir können dann Glas reintun. Ja, und damit haben wir so gesehen, innen drin das Wichtigste, außenrum, da, wenn die Leute jetzt hier noch drüber kommen, dann landen sie erstmal auf den Innenhof. Und dann haben wir immer noch irgendwie ja. Türen oder so, irgendwas, was hier noch blockiert, um ganz reinzukommen. Ja, wir können dann unten auch entweder dann, wenn man runterspringen will, einen Lavasee machen oder einen Wassersee, dann kann man auch schnell runterspringen, wenn man oben ist, ja. Ja, Lavasee, dann kann man schnell runterspringen, okay. Nein, dann meint, ja, ja, dass weiß, die Gegner sterben, ich meine jetzt schon aus, Ja, am besten dann über Redstone, sodass man von oben so einen Knopf machen kann, dass man das Wasser öffnet. Genau, und dann, dass das Wasser wieder zumacht, wenn der Gegner springen will. Geil, da haben so viele Sachen vor. Aber ich glaube, einige Sachen, die wir jetzt hier gerade bauen, damit sind die anderen vielleicht nicht so ganz einfach. Ja. Machen, aber wahrscheinlich doch. Nein, also wir gucken einfach mal. Ich ziehe die Mauer jetzt hier noch einiges höher. Passt die auf die Ebene da oben an. Also alles wird so hoch. Und das Geilste wird, auch das da hinten, wird so hoch. Wie hoch? Das ist halt einfach krass. Ja, ich hab's gerade für meinen Zuschauer gezeigt, deshalb erkläre ich es jetzt hier. Du siehst diesen höchsten Punkt da auf dem Berg. Warte, ich komm mal schnell hoch, ich brauch was zu essen. Mal, ich brauch Mampfi. Ich brauch Mampfi gleich. Oh, ich hol mir erst was zu essen. Ja, tu das. Ich habe noch einiges an rohen Sachen dabei. Ey, wir können auch mal ganz kurz ins Bettchen steigen. Okay, du weißt, was ich aber meine. Ja, ich meine, ich weiß, was du meinst. Okay, ja, zwei Kartoffeln. Ich setz die Kartoffeln jetzt erstmal an, okay? Ja, ich also, nehme mir Steak raus und pack dafür mal kurz das da rein. Und guck mal, wir machen halbe mit dem Steak. Ich habe auch schon mir gerade die Hälfte rausgenommen. Ach so. Dann her der O. Ja, danke schön. Sorry. Ich wollte hier noch Erde reinsetzen, um noch Pflanzen anzupflanzen. Ich habe keine Erde mehr. Komm, lass aber kurz ins Bett gehen, sonst spawnen die Zombies. Ja, aber Zombie ist doch lustig. Hat sich anscheinend verlaufen, ob da GM. Müssen wir die Regeln gelesen hätte, dass das kreativ nicht erlaubt ist. Ja, schön, wenn man Plugins selber schreiben kann. Man da hat ist sich so aus Spaß und so ein schönes kleines Plugin geschrieben. Ja, das ist auch keine Kunst, ja, sowas zu schreiben. Aber ich finde das voll geil. Ich meine jetzt, wenn irgendjemand hier aus Forest Games meint, irgendwie zu cheaten oder irgendwelche Befehle zu benutzen, die er nicht benutzen darf, dann kommt einfach nur so eine Rückmeldung, die der ganze Server dann lesen kann. Ich finde das voll killer. Ach, der Fly war ja auch was, ne? Ja, so die Hauptdinge. Ja. Aber das kann ich, glaube ich, nicht lesen. Ich weiß nicht, Fly. Was ich gestellt habe. Probier einfach mal Slash Fly. Ja, sollte ich... Sollte Befehl Fly benutzen. Doch, ich krieg das mit. Okay, habe ich nicht aufgepasst. Also siehst du diesen auf dem Berg, gegenüber so von mir, schräg gegenüber. Ja, ja. Auf die Höhe wird alles. Vor allem das da unten, wo ich gesagt habe, dass ich da das Tor hin machen will. Okay, das wird geil. Ja, das wird sehr viel Kobel kosten. Kannst ja. Wir heben einfach jetzt schon mal einen riesigen Bunker unten aus. Ja, okay, komm, wir gehen mal farmen und ich bräuchte mal Eisen. Lass mal hier einen Ofen rein. Hast du eine Workbench gerade? Dann können wir unten mal eine Workbench rein. Ja, ich kann hier unten einen reinsetzen. Du musst fast, oder auf fast allen Ebenen musst du eine Workbench hin. Ja, ich würde sagen, wir machen nach hier einfach den Bunker, diese Ebene. Ja. Aber die würde ich jetzt noch nicht bauen. Klar, ich würde jetzt schon den Bunker bauen. Okay. Dadurch bekommen wir auch Kobbel.
Aber was bringt der Bunker, wenn wir angegriffen werden, um nicht zu sterben, oder? Ja, da kommt niemand rein, außer wir. Ja, das bringt doch nichts. Das macht doch dann Kriegsspielen Spaß. Ja, da drin können wir aber auch Kisten verstecken, wo niemand rankommt und so. Das Geilste ist, wenn du Wizard in der Gegend daraus ein Beige spawnst, ja? Ist das erlaubt? Wenn du einen Wither bekommst, wenn du einen spawnen kannst, übersetzen von Blöcken, doch Griefen ist verboten, da so, naja. Das, naja, ist aber das ist ja kein Griefen. Stimmt, übersetzen von Blöcken gibt's kein Verbot, außer von Lava. Super, so, das also heißt, man das machen, du kannst ja einfach mal den Gegner in den Wither reinsetzen, ja, der macht dann einfach mal die komplette Base kaputt, ja. Kannst du machen, aber wie schnell kommt man an Wither dran? Die Chance ist, wenn du brauchst eine Nether-Festung auf alle Fälle. Und dann ist die Chance 1 zu 33, wenn du ein Wither-Skelett killst, dass du einen Kopf kriegst. Und wie viele Köpfe brauchst du? 3. Also ungefähr 1 zu 99 oder 1 so. 1 zu 99, also. Brauchen wir 99 Wither-Skelette. Nein. Ja, aber wenn du in Nether gehst, hast du meistens 4 oder 5 Stück auf einmal in der Festung, also von ja, daher, das so schwer ist das 99 Wither-Skelette. Hallo, 1 zu 33, kann auch sein, dass du noch 5 Wither-Skeletten in den Schädel bekommst. Und dann nach 10 wieder einen. Es kann auch sein, dass du bei 3 hintereinander einen bekommst. Theoretisch ja, möglich, aber... Oder bei... Aber es ist auf jeden Fall etwas, was wir machen. Oder bei... Du musst wirklich 99 abhacken. Das Lustige ist, dafür muss man nach den Regeln, wenn man genau ist, eigentlich den Gegnern keinen Krieg erklären. Muss man den Gegnern einen Krieg erklären? Wenn man mit dem Krieg zählt, muss man einen Krieg erklären. Sonst überrennt man die Plätze an einem Tag. Also... Alter, lest die Regeln! Ich überleg gerade, ob man nicht so einen Befehl machen kann. So, Krieg und dann die Farbe dahinter schreiben kann, wem man den Krieg erklärt. Aber das ist... Ja, weil ist halt da nur dazu da, damit, wenn die Leute halt plötzlich jemanden angreifen würden, ja, und die nichts davon wissen und gerade nur einer von dem im Lager ist, ist das tierisch unfair einfach nur. Deshalb aber drei Tage vorher sagen, ja, aber das ist einfach unfair, weil die dann direkt keine Chance mehr haben. Deshalb 3 Tage vorher ankündigen, hey, in 3 Tagen beginnt der Krieg, wir erklären euch hier mit dem Krieg, wir greifen euch in 3 Tagen an. Oder das ist aber ein bisschen doof. Aber in 3 Tagen, dann nachher kannst du dann in 3 Tagen doch nicht, dann hast du den Krieg erklärt. Dann können die angreifen. Achso, also aber du musst 3 Tage vorher, bevor man die angreift, den Krieg erklären. Achso, dann kann man ihn jeden Tag angreifen. Ja. Okay. Können wir nicht heute schon allen den Krieg erklären? Nein. Erstmal. Wir wissen ja auch gar nicht, wo die sind. Wir müssen erstmal herausfinden, wo die sind. So ein bisschen Kisten oder deren Lager ausspionieren, sonst was. Das ist dann wieder erlaubt, oder? Ausspionieren, wo die sind, ist erlaubt. Klauen darf man nur, wenn klauen darf man nur, wenn einer von den gegnerischen Teams online ist. Ah, okay. Weil es ist einfach nur so, dass immer nur geklaut wird, gegrieft wird. Du kommst dann halt an und jedes Mal ist wieder alles weg und. Aber du darfst schon, wenn du jetzt zum Beispiel zu einem hinrennst und bist gerade in der Base und der geht mit Absicht dann offline, dann darfst du immer noch die Kisten ausräumen, oder? Ja, wenn der wird nicht mit Absicht offline gehen, der wird dich dann kriegen wollen. Ich meine, der hat halt einen Vorteil. Ja, und wenn du mit Full... Dann darfst du da noch kurz rumlaufen, aber sollst dich dann möglichst schnell zurückziehen. Wenn du dann mit Full-Dia-Rüstung reingehst, dann auf Level 30 verzaubert, ja. Ja, der darf ja Lava setzen oder so. Und ich würde ja auch Fallen später bei uns noch bauen. Fallen? Fallen, ja. Nicht, dass man runterfällt, sondern so irgendwie mit Pisten irgendwas. Dass dann irgendwie Lava runterfällt, so ein paar Bereiche. Der Eingang zum Bunker oder sowas fluten, wenn die von so einem Bunker uns sich barrikadieren und so oder sowas. Einfach so Notfallsachen. Um die Gegner nochmal ein letztes Mal zurückzuschlagen. Also ich habe da schon einige geile Ideen. Das Geile ist ja, in dem Moment, wo ich so die Regeln aufgeschrieben habe, habe ich immer direkt überlegt, wie weit kann man die Regeln, also was kann man noch alles machen, was noch regelkonform ist, um möglichst gute Gegner besiegen zu können. Konnte ich ja mir in dem Fall direkt überlegen, weil... Du hast die Regeln gemacht. Und ich glaube, ich kenne sie auch besser als die Leute, die gelesen haben, weil die sind leider sehr umfangreich, die Regeln. Und ich glaube nicht, dass immer alle die wirklich lesen. Nein. Aber trotzdem, das ist letztendlich deren Problem. Und die aus meinem Team werde ich dann schon aufklären. Schön.
Das freut mich. Du müsstest bei dir eine Mauer da, wo das Tor hinkommen können muss, hochziehen, weil dann kann ich oben weiterbauen. Wie oben weiterbauen? Ja, ich baue gerade schon dieses Plateau. Wir können ja immer noch. Wir müssen ich unten runter, fällt mir gerade ein, direkt Fackeln setzen. Direkt. Ja, es ist noch Tag und da scheint noch genug die Sonne rein. Also es spawnt noch nicht. Das ist die Fackel. Hättest du dich auch so machen können, dass Eisengitter man auch nicht zerstören darf? Darf man nicht zerstören. Eisenbrüttel darf man auch nicht zerstören. Achso, Eisen ist auch nicht. Okay, dann ist gut. Wieso? Weil dann kannst du zum Beispiel so Eisengitter in die Wände reinbauen, um so Gucklöcher zu machen. So, ja. Das meinte ich damit. Also ich setze hier einfach schon mal verrückt ein paar Fackeln. Wie so ein verrückter Fackelmann. Ich bin der Fackelmann. Du bist unser Fantastic Four. Wir sollten uns auch mal TNT machen. Ja, man darf aber das nur sehr in geringem Maßen setzen, weil Server und TNT ist meistens so eine Sache. Weiß ja, du wirst eh nicht so viel bekommen. Ja. Keine Ahnung, ich habe eigentlich noch nie richtig mit TNT weggesprengt, fällt mir so gerade ein. Geil wäre, wenn du deine eigene Basis hier in die Luft sprengst mit TNT. So ganz zum Schluss, wenn unsere Basis überrannt wird, setzen wir noch TNT und so, ne? Ja, ja, ja. Aber diese Plattform ist eigentlich relativ cool, also komme ich schneller auf die Wand, wo ich hin. Ja, ich baue gerade zu den anderen Seiten schon rüber. Ach, und ich bin so scheiße. Wenn du da runterfällst, ist es noch schlechter. So, jetzt aber. Mit dem, ich glaube, ich fülle die jetzt erst einmal und das Loch graben wir dann danach. Wie, du füllst die? Hä? Ja, ich fülle jetzt die Plattform einmal komplett zu und danach bauen wir das Loch da rein. So, ja, wir können ja in der Mitte einfach so grundsätzlich irgendwie Augenmaß was offen lassen. Ja. Ich springe nicht runter. Ich wollte eigentlich noch einen Weg nach da drüben bauen. Die Höhle sollten wir nämlich verwenden auf der Höhe. Höhle? Da ist eine Höhle. Also eine Höhle nicht, sondern ein Nebenausgang. Da sollten wir vielleicht auch irgendwas reinbauen. Okay. Darf man Eisentüren kaputt machen? Nein, oder? Nein. Okay. Nur deine eigenen. Ja, aber dann kann man da zum Beispiel hier in diesen Höhlengang eine Tür reinbauen mit Eisen. Ah, musst du gucken. Das würde als Bunker zählen, wenn überall drumherum Stein ist. Nein, hier. Guck mal, ich bin hier oben. Hier. Ja. Da ein Ausgang, da ist doch kein Stein dann hier drüber, weil in der Mitte ist noch ein Loch. Also, Sonnenlicht kann da hinkommen. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Oh. Also es muss auf jeden Fall so sein, dass man noch irgendwo reinkommt, ohne ja, Stein zerstören zu müssen. Ja, da kommst du noch ohne noch rein, okay. Ohne Stein zu zerstören. Dann ist alles super. Das ist auf dieser Höhe, ja? Das heißt, ich brauche auf diese Höhe eine Treppe runter. Denn ich find's irgendwie erbärmlich, wenn später wir irgendwie disqualifiziert werden, weil wir die Regeln nicht verfolgen. Das finde ich voll geil. So als Team, so GameSource-Team, Leiter-Team. Du bist ja sozusagen Mitleiter. Fuck! Nicht sozusagen, du bist Mitleiter. Oh, ich hab mich so irgendwas verpflichtet. Ne, ich hab dich verpflichtet. Also du hast eigentlich gar nichts gemacht, ich hab dich als Leiter erklärt. Ja, ich denke, bei Problemen kann man sich auch an dich wenden, oder? Ja, klar. Siehste, du bist für den TS zuständig. Ja, genau. Jasmin hat mich gestern angerufen. Ja? Ja, die hat mich hier geschrieben. Mit irgendeinem Typen. Aber das ist... der... Genau. Und ja, dann der ist auch in unserer Gruppe hier, ne? Weißt du? Echt? Ja. Echt. Wäre ja neu. aber trotzdem, mein Internet ist dann abgestürzt. Ja, der ist relativ kurzfristig noch beigetreten. Wie viel sind wir jetzt? 16 Leute, oder? Oder sind wir sind 17. Ein 17? Fünfer-Team. Ne, mittlerweile gibt es zwei Fünfer-Teams. Der ist gerade eben kurz nach Ende der Aufnahme noch beigetreten. Ach so. Bei welchem Team? Gelb. Gelb. Und der eine ist kurz vor der Aufnahme in Team Blau beigetreten. Hast du keine Adminrechte im TS? Ich glaube schon, nur ich kenne mich leider mit TS nicht aus. Rechtsklick auf den Spieler, dann hast du so ein Fenster und dann musst du einfach Channelgruppe setzen und dann auf Forest Games. Und dann müsste rechts vom Spielernamen ein Diamantschwert erscheinen auf TS und dann siehst du, dass der in der Gruppe drin ist. Okay, das werde ich dann
machen. Ich kann es dir nachher zeigen. Okay. Ja, aber jetzt geht es ja um Forest Games und nicht um organisatorische Dinge, auch wenn ich das selber mache. Okay, die Wand ist jetzt hier wieder was höher geworden, aber ich habe wieder kein Kobbel mehr. Das ist doof. Weil das Ganze sieht schon so übertrieben geil ist einfach nur aus. Geil, jetzt kann ich nicht übelst geil und geil unterscheiden. Entscheiden, what the fuck? What? Die werden dir immer drüber kommen, Spinnen. Stimmt. Das ist das Einzige, wo wir nicht... Nein, wir bauen außen einen Block so schräg drüber, weißt du, was ich meine? Ach so, da kannst du noch einfach einen Zaun bauen oder so. Oder Eisengitter. Die Eisengitter sind sehr teuer. Ja, Zaun können... 6 Eisen kriegst du 16 Eisengitter raus. Überall um die komplettes Teil, ne? Ja und? Ja gut, aber dafür kann das Eisengitter keiner abbauen und muss sich dann um den Block herum bauen. Ja, Stein kann auch keiner abbauen. Ach ja. Okay, dann nimm aber dann um Kabel zu sparen, nimm einfach Stufen. Ja, mach ich aber später. Ja, oder Treppen. Hier Treppen sehen, glaube ich. Ah, es ist aufwendig, die zu setzen, wenn man sich dann verbaut. Ach, passt schon. Ich baue jetzt einfach erstmal die Wand hoch und dann gucke ich mal. Fuck, ich habe kein Holz mehr. Ach, das war eine Kuh, was ich gerade gehört habe. Ich habe gerade gedacht, was habe ich da gehört? Mein Gott, ein Creeper. Bei meinem Soundpack, ne, habe ich ja gerade eben gesagt, dass ich eins habe. Der Creeper macht, was macht er nochmal? irgendwie so eine Beleidigung und dann... Ich weiß nicht genau, Motherfucking oder... Oh mein Gott. Nee, what the fuck? Nein, einfach nur what the fuck, oder? Ja, oder? What the fuck, glaube ich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir können unten dann so eine kleine Baumfarm bauen. Ja. Wir können auch unterirdisch, würde ich jetzt hier mal eine Farm anbauen. Eine Farm? Also eine unterirdische Farm im Bunker oder sowas drin. Ich mache jetzt erstmal mir hier auf dieser Höhe... Oh, ich habe einen Fortschritt. Draußen kann uns hier jeder immer unser Essen zerstören, deshalb... Ich baue mal hier in den Gang auf in die Abzweigung. Oh, scheiße, da sollte ich nicht. Obwohl, das sieht scheiße aus. Hä, was, wie? Ich wollte hier eine Workbench reinsetzen, aber da kann sie auch rein. Hier oben im Bunker steht eine. Ja, aber hier unten, hier in der Abzweigung steht auch eine. Okay. Aber darf man, Dingens, den normalen Stein abbauen, um sich in die Base reinzubauen? Wie den normalen Stein? In den Cleanstone? Ja. Eigentlich, das werde ich auch gleich nochmal so schreiben, alles was im Lager ist, was aus Stein ist, auch Cleanstone darf man nicht abbauen. Das Problem ist halt, dass man teilweise nicht erkennt, gehört das jetzt schon zum Lager oder nicht. Das ist ja langweilig. Ja. Ich habe gleich 2 Folge auf einmal erzählt. Glück auf und technischer Fortschritt. Das ist natürlich geil. Ja, wir hatten gerade eben Pech, wir haben Diamanten abgebaut und da vorher jemand noch keinen Crafting Table gebaut hat, weil er halt den Crafting Table für uns benutzt hat, hat es nicht gezählt, dass er den Erfolg bekommen hat. Das war mies. Wir haben so gesagt, komm, wir machen die anderen eifersüchtig, indem wir Diamanten abbauen und die den Erfolg sehen und so. Und dann, scheiße, aber egal. Wir haben danach nochmal Diamanten gefunden und dann haben wir es richtig gemacht. Ach so, okay. Du wirst ja die Folgen eh sehen. Ja, wo ist den Anfang? Wo ich nicht dabei war. Ich wundere, auf was hast du einen Difficult Mode gestellt? Auf Easy oder auf Normal? Oder auf Hard? Oder einfach so gelassen, wie er war. Wie war er denn? Weiß ich ja eben nicht. Also, ich weiß nicht so richtig, dass ich was umgestellt habe. Ich denke aber erst auf Hard. Kann ich den in meinem, wenn ich den Schwierigkeitsmodus in meinem Minecraft selber umstelle, ohne auf den Server, passiert nichts, ne? Ich glaube nicht, ich kann es mal gerade ausprobieren. Habe ich auch schon gemacht. Bei mir war friedlich und daher und vorher sind Mobs gekommen, also... Ja, okay, ja. Bei mir war hart. Du bist eh nicht OP. Ja. Ja, gucken wir mal vom Server her. Ich denke, wir stellen ihn auf hart, oder? Ja, oder auf normal. Ja, hart, aber das wird dann eh übelst hart. Ja, das ist mir von Anfang immer normal, aber... Ah, wir schweifen wieder ins Organisatorische ab. Okay, stopp. Lass lieber über Dreiecke reden. Dreiecke? Dreiecke, hallo, Dreiecke sind... Hallo, Dreiecke. Dreiecke? Dreiecke sind beste. Drei...
Ja, Best, ja. Best. Immerhin Satz des Pythagoras, ja. Das ist der beste Satz. Pythagoras. Ach ja. Ich guck ich mal, jetzt, ich hab, ja. Ich bin einmal rum oben. Okay, das ist geil. Ich guck mir das sofort mal an. Ich nehme aber immer noch Steine hier weg. Hast du noch Steine übrig? 2 Stück. Krass. Den ich aber selbst brauche. Okay. Ja, ich mache jetzt noch meine zweite Spitzhacke kaputt. Und mache mir erstmal wieder 2 neue. Nicht, dass ich gleich allen Stein verbrauche und am Ende keine Spitzhacke bekraften kann. Ja, das ist mir gerade passiert. Nee, nicht fast passiert. Ich habe immer noch eine Holzspitzhacke. So, ich mache mir jetzt direkt nochmal eine Spitzhacke. Super, wenn man mal Kabel braucht, hat man keinen. Und wenn man sonst einfach farmt und farmt, hat man nachher so viel Kabel. Ja, das ist echt auf ein bisschen... Auf dem einen Server habe ich jetzt eine ganze Doppelkiste voll Kabel von... Den könnte man mal hier übertragen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Hä, klar. Mich wundert gerade, dass hier so wenig Mobs sind. Okay. Ja, wahrscheinlich sind wir noch nicht lang genug an diesem Ort. Aber ich sehe gar keine. Ja, ich habe ja unten auch schon ein bisschen was ausgeleuchtet und oben. Ich sehe aber auch, wenn ich hier oben rausgucke, keine. Okay, das ist seltsam. Wahrscheinlich, weil du in den Einstellungen gespielt hast. Nein. Nein, keine Ahnung. Ja, das ist halt manchmal so. Ich habe da gerade immer auch das Gefühl, Leute, wo sind Zombies? Und danach die Nacht war ein bisschen härter. Passiert schon mal. Ja. So, ich habe jetzt erstmal genug Stein nochmal. Also auf jeden Fall nicht ausreichend, aber erstmal so ein bisschen was. Kannst du mir helfen, das Loch zuzufüllen? Okay. Ich dachte, du machst das noch mehr zu. Mache ich ja auch noch. Ach so. Ich habe auch nicht. Ich habe kein Kabel mehr. Weil so geht das auch schon klar. Aber, ja, Ich mache das erstmal komplett zu. Also lass ein Loch frei, um dass es kein Bunker ist. Ein Loch frei, das ist ein bisschen Regel ausreizend. Ich würde es schon so ein 5x5 Loch Kreis oder sowas offen lassen, weißt du, was ich meine? Ich mache jetzt bis auf ein Loch zu und dann schaue ich, wie ich die Form mache für das Loch. Also wie groß und ob es sternförmig oder keine Ahnung wie wird. Ich würde einfach einen ordentlichen schönen Kreis reinbauen. Mache ich ja dann auch, aber ich muss es erst einmal ordentlich zu hinbekommen. Ja, mach mal. Regnet es hier überhaupt nicht? Wäre natürlich geil, wenn es das nicht tut. Ich hasse Regen. Wenn es regnet, schneit es hier aber. No. Ich habe bei meinem Minecraft alles ausgestellt, dass man überhaupt Regen sehen kann. Das Problem ist nur Shader. Wenn es dann regnet, habe ich einfach nur kein Licht mehr und es ist einfach nur grau. Das ist blöd. Das ist doof. Dieses Loch braucht so viel Kabel. Ey, die Wand braucht, ich glaube, noch ein bisschen mehr Kabel als das Loch, ne? Ich baue noch mit einer Steinhacke ab. Die. Oh, das war doof, hier runter zu springen. Wenn wir schon Treppen haben, die fast auf jede Etage führen. Ich würde denken, wir sollten das nächste, also wir sollten jetzt langsam aufhören und dann mit den anderen nochmal zusammen weiterbauen. Weil sonst kriegen die alles nicht mit, wenn wir hier alles was bauen. Das ist ein bisschen schade auch sonst. Ich war auch. Wir haben jetzt schon eine fette Wand gesetzt, Alter. Und eine Höhle und so. Ja, krass. Wir haben auch schon ein Plateau gebaut oben. Ja, das Plateau ist auch geil. Ja. So, ich gucke mir jetzt mal die Höhle an. Ach so, die Höhle, das ist so ein Durchgang. Ja, und da könnten wir zum Beispiel so einen Notausgang oder Eingang noch bauen, um wieder... Wenn du zum Beispiel von irgendwelchen fließt, dann hast du noch mehr Eingänge. Ist natürlich geil, ja. Das sollten wir natürlich bedenken. Dass wenn du irgendwo hinlaufst und irgendwas farmen willst, dann wirst du von irgendeinem Team überrascht. Und so kannst du dann noch an... Wir sollten eh mehrere Zugänge zu der Burg bauen. Ja. Wir haben ja einen dann durch ein Haus, das wir unterirdisch machen wollten, dann unten diesen Haupteingang. Ja. Den wir dann noch machen und auch die Mine sollten wir dann mit dem Eisending zubauen, weil sonst grabt sich einer unten einfach so lang, so will farmen und dann kommt auf einmal zum Gang zu uns. Dann ist zwischen, schon in der Bunker liegt ja zwischen der Mine und dem oben Teil, da machen wir einfach 2 Eisentüren rein.
Okay. Und dann passt das. Also ich würde jetzt denken... Warte, ich mach noch kurz die Hacke kaputt machen und den Kabel noch schnell. Warte, ich mach kurz eins der Kabel noch hinbauen. Okay, dann baue ich auch noch in der Zeit noch das Kabel ab. Boah, das sieht einfach so geil aus. Ja. Wir sollten dann hier unten so eine Erde machen, dann können wir unten Bäume noch ansetzen. Ja, Bäume und mehrere Häuser, würde ich nur noch sagen. Vielleicht noch so einen kleinen Marktstand. Ja, und jeder kann ja seine eigene Wohnung oder so hinbauen. Und den Bunker dann, die beiden Kisten mit noch einer kleinen Farm, würde ich sagen. Ja. Ja, Essen auf alle Fälle halt. Ja. Am besten hast du Melonen drin. Ja, aber die bekommen wir nicht so leicht. Ja, dann Kartoffeln und Kartoffeln und Kohle. Ja, und was wir auf jeden Fall mal machen sollten, irgendwie zu zweit einfach in die Welt hinausziehen. Und vielleicht finden wir Melonen und vielleicht finden wir noch ein paar andere Lager und so. Das finde ich auf jeden Fall cool. Und dann erstmal so Koordinaten von denen aufschreiben. Ja. Oh, scheiße, mitten in der Aufnahme hat Skype geklingelt. Ja, das ist natürlich super. Also nicht geklingelt, nur so dieser Benachrichtigungston, dass eine Nachricht da ist. Ja, ich bin zum Glück immer auf beschäftigt. Ich habe es früher auch mal vergessen, mich auf beschäftigt zu stellen, aber seitdem bin ich eigentlich immer noch beschäftigt. Boah, das Ding sieht einfach nur so episch aus. Ja, das wird das Geilste. Das wird echt das Geilste. Sieht denn das von unten aus? Boah. Was denn? Wir müssen nur versuchen, nicht das zuzubauen hier, also immer enger zu machen, das Loch, sondern das Loch versuchen, immer breiter zu machen. Hä? Hey? Ja, wie bei Herr der Ringe, da gibt's auch diese Festung. Wer ist der jetzt? Minas Tirith. Wo Thor und so. Nicht Thor, jetzt bin ich falsch. Falscher Film, ja. Das ist, du meinst die Stadt am Berg dran? Ja, Minas Tirith. Ebola, nicht Ebola. Ebola. Ja. Das heißt aber irgendwas mit E, glaube ich. Wenn ich mich nicht vertue. Beschreib mal, wie sieht die aus? Da, wo der Drache drin ist. Weißt schon. Aus Smaugs, aus Hobbit. Ja, aus Hobbit, genau. Da, wo dann der Drache drin ist, in dieser Festung da schon, wo früher die Elfen da drin sind. Nicht Elfen. Zwerge. Ja, wir sind, glaube ich, gerade ein bisschen verwirrt, ne? wie heißt das jetzt? Wie Zwerge. Heißt? Ja, Zwerge, die da drin wohnen. Einsame Berg, The Lonely Mountain. Ja, genau, im einsamen Berg. Da, so sollten wir das machen. Ja, das wird und wo dann so einfach die Mine, wo es dann einfach nochmal so tief in das Loch geht, ja. Und dann unten drin einfach so riesige Katakomben und so. Ja, genau, so riesige Minen, so Minenschächte mit Loren und so. Wo du einfach hin und her fahren kannst, so mit dem Aufzug. Junge, und dann wird unser Lager zerstört und wir sind einfach nur so traurig. Und dein Lager wird nicht zerstört, ja. Ja, so stabil wie alles hier bauen und fett, Alter. Wir sind das stärkste Team, ja. Das fällt so einfach nur ewig auf. Das ist einfach nur episch. Ja, wir wollten es beenden, ne? Wir müssen es mal langsam beenden. Warte, ich baue noch 10 Kabel ab. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, okay. So sieht das aus. Dann stellen wir es einfach mal so nebeneinander. Ich drück mal kurz in der Zeit F5. Achso, ja. Ich sollte, ja, ja. So. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Okay.